Glaube. Man kann die Studienmaterialien im Svivatova finden, in dem Arvot-System. Man kann uns die durch die Webseite live die Fragen stellen und dann jeder, der die Frage in der Studienhalle stellt, muss er aufstehen und klar und deutlich sprechen. Die Bedeutung der Wahrheit und Glaube. Die Bedeutung von Wahrheit und Glaube. Wahrheit und Glaube sind zwei entgegengesetzte Begriffe. Wir sehen, dass es in unseren Gebeten, die von den Mitgliedern der großen Versammlung Sanhedrin zusammengestellt wurden, zwei entgegengesetzte Richtungen gibt. Einerseits ist die Ordnung des Gebetes so aufgebaut, dass man es gerade in der Zeit, in der man einen Mangel hat, sagen muss. Doch haben die Weisen auch gesagt, dass das Gebet aus der Tiefe des Herzens kommen muss, dass der Mangel von ganzem Herzen gespürt wird. Das heißt, dass es im Herzen keinen Ort gibt, der vollkommen wäre, sondern dass das Herz ausschließlich aus Mängel besteht. Und je größer dieser Mangel ist, umso eher wird dieses Gebet im Vergleich zu anderen angenommen. Im Buch Zohar steht über dem Vers ein Gebet für den Armen, wenn er schwach ist und seine Worte vor dem Schöpfer ausschüttet. Doch es gibt drei Arten von Gebeten. Das Gebet von Moses, ein Gebet, das kein anderer Mensch sagen kann. Das Gebet von David, ein Gebet, das kein anderer König sagen kann. Und das Gebet eines Armen. Welches davon ist das Wichtigste? Das Gebet der Armen, des Armen ist wichtiger als das Gebet von Moses oder David und wichtiger als alle anderen Gebete, die es auf der Welt gibt. Was ist der Grund dafür? Das Herz der Armen ist gebrochen. Es steht geschrieben, der Schöpfer ist alle nahe, deren Herzen gebrochen sind. Und der Arme streitet immer mit dem Schöpfer. Und der Schöpfer hört seinen Worten aufmerksam zu. So seine Worte. Nach dem heiligen Zohar kommt das beste Gebet von einem Menschen mit gebrochenem Herzen, der nichts hat, um seine Seele zu beleben. In diesem Zustand sagt man, dass das Gebet aus der Tiefe des Herzens kommt. Dieses Gebet ist wichtiger als alle Gebete, die es auf der Welt gibt. Denn dieser Mensch hat nichts, worüber er sagen könnte, ich bin nicht wie meine Freunde, weil ich über einen Verdienst verfüge, den meine Freunde nicht haben. Dieser Mensch ist mit Mängel überladen und dann ist Platz für ein echtes Gebet aus der Tiefe des Herzens. Das heißt, je größer der Mangel, desto wichtiger ist das Gebet. Außer dem Gebet selbst, also der Bitte, haben die Weisen noch die Ordnung der Preisungen und Danksagungen vorgeschrieben, die im Widerspruch zu der Bitte selbst stehen. Denn es ist in der Welt üblich, dass man einem anderen dankt, der einem etwas Gutes tut.
Und die Größe der Dankbarkeit wird von der Größe des vollbrachten Guten bestimmt. So drückt er seine Dankbarkeit für das Gute aus. Wenn zum Beispiel ein Freund von einem anderen zur Hälfte bei seinem Unterhalt unterstützt wird, wenn er also durch ihn nur so viel erlangt, dass er seinen Lebensunterhalt zur Hälfte bestreiten kann, ist die geschuldete Dankbarkeit an den anderen unvollständig. Aber wenn ein Freund nicht nur alle Bedürfnisse des anderen befriedigt, sondern ihm noch darüber hinaus etwas gibt, wird ihm letzterer natürlich mit ganzem Herzen und ganzer Seele danken. Wenn also der Mensch dem Schöpfer dankt und ihn preist und dies von ganzer Seele tut, so muss er natürlich erkennen, dass der Schöpfer alle seine Bedürfnisse erfüllt, sonst ist seine Danksagung nicht vollkommen. Der Mensch muss sich bemühen zu sehen, dass alle seine Mängel durch den Schöpfer erfüllt werden. Nur dann kann der Mensch den Schöpfer aufrichtig danken. Und gerade das ist das Dienen, das von unseren Weisen in den Gebeten vorgeschrieben wurde. Es stellt sich heraus, dass das Gebet und die Bitte, die Lieder und Lobpreisungen im Gegensatz zueinander stehen, da im Wesentlichen das Gebet und die Bitte nur dann vollkommen sind, wenn der Mensch im wahrsten Sinne von Mängeln und Wünschen erfüllt ist. Aber wenn es sich um die Danksagung und Preisung handelt, müssen alle Wünsche des Menschen erfüllt sein, damit seine Dankbarkeit aufrichtig ist. Und man muss verstehen, warum uns die Weisen tatsächlich diese beiden Gegensätze und eine solche Reihenfolge der Gebete vorgegeben haben. Warum war das notwendig und was gibt uns diese Ordnung? Wie kann man diese beiden Gegensätze zusammenführen und die sich doch widersprechen? Der heilige Ari sagte, in der Frau muss es zwei Türen geben, die den Fetus einschließen, bevor er sich vollständig entwickelt. Auch sollte es eine Kraft in ihr geben, die dem Fetus eine Form gibt. Und der Sinn wird so erklärt. Wenn in der körperlichen Welt die Frau infolge einer Störung in ihren Geburtsorganen eine Fehlgeburt hat, also der Fetus unterentwickelt und nicht in Form von Ibur nach außen kommt, kann man solch einen Vorgang nicht Geburt nennen, denn der Ibur kann in der Welt so nicht existieren. Vielmehr wird dies Fehlgeburt genannt. Das bedeutet, das Fetus wurde nicht geboren, sondern fiel aus dem Bauch der Mutter und kann nicht leben. So ist es auch in den spirituellen Welten, und es gibt zwei Unterscheidungen im Ibur.
Erstens, die Form des Ibur, die Stufe von Katnut, des kleinen Zustandes, und das ist seine wahre Form. Aber dieser Zustand gilt als nicht ausreichend. Und wenn an irgendeiner Stelle in dem System der Heiligkeit ein Mangel existiert, ist es ein Punkt der Anhaftung für die Klipot. Und diese können zu einer Fehlgeburt führen. Unter Fehlgeburt im Spirituellen wird ein spirituelles Objekt verstanden, bei dem es zu einem Fall kommt, bevor es sich vollständig entwickelt und Gadlut erreicht hat. Zweitens, wir müssen daher verstehen, wie dem neugeborenen Gadlut gegeben werden kann, während er noch nicht einmal Katnut vollständig empfangen kann, da ihm noch die Kelim fehlen, in welchem er empfangen könnte, um zu geben. Dafür existiert eine Erklärung. Die Weisen sagen, dass der Fetus im Körper seiner Mutter das ist, was die Mutter auch ist. Und der Fetus sei der Oberschenkel der Mutter. Das bedeutet, solange der Fetus der Oberschenkel der Mutter ist, verdient er nichts in seinem eigenen Namen und deshalb bekommt er alles Notwendige nur aus dem Kelim der Mutter. Deshalb kann der Fetus, wenn er noch keine Wünsche hat, in welchen er das Licht des großen Zustandes empfangen könnte, diesen Zustand durch die Wünsche des höheren spirituellen Objektes, das seine Mutter ist, empfangen, denn der Fetus ist vor der Mutter vollständig annulliert und hat selbst keinerlei Macht. Das wird Ibur genannt, wenn er vollständig vor dem Höheren annulliert ist. Und wenn der Fetus Gadlut erreicht hat, ist er vollendet und ganz. Und jetzt haben die Klipot keine Stelle, an die sie sich anhaften können, weshalb dies ist als bremsende Kraft bezeichnet wird. Und dies beschützt den Fetus von Fallen in der Spiritualität. Ebenso wie sich die Mutter in der materiellen Welt bemüht, das Kind, das sie unter ihrem Herzen trägt, zu bewahren, damit ihm nichts Schlimmes passiert. So ist es auch im Spirituellen. Daraus folgt, dass es in der Arbeit des Menschen zwei Zustände gibt. Jemandes wahrer Zustand, also Katnut, in diesem Zustand empfindet er alles, was er denkt und macht, als unbedeutend und unwichtig. Der Mensch erlebt diesen Zustand, wenn er den Weg der Wahrheit, also den Weg des Gebens, wählt. Dann sieht er, wie weit er von der Eigenschaft des Gebens entfernt ist und dass er über keine Kräfte verfügt, eine Handlung des Gebens auszuführen. Und es ist die Stufe der Wahrheit, das bedeutet der wahre Zustand. Und weil es Gadnut ist, kann sich die Sitra Ahra anhaften und der Mensch gerät in Verzweiflung. Er tritt in die Arbeit ein, die als Ibur bezeichnet wird. Und es kann zu einer Fehlgeburt kommen. Das heißt, der Mensch kann von seiner Stufe abfallen. Und wenn das geschieht, dann benötigt der Mensch einen neuen Ibur.
und soll seine spirituelle Arbeit neu anfangen, als hätte er noch nie dem Schöpfer gedient. Deshalb existiert eine Kraft, die den Fetus vor dem Herausfallen schützt. Der Mensch soll die Empfindung der Ganzheit und der Vollkommenheit haben. Er soll fühlen, dass er keinen Mangel in der spirituellen Arbeit hat, dass er dem Schöpfer nah ist, dass er sich in einer vollen Verschmelzung mit dem Schöpfer befindet. Und niemand kann sagen, du hast auf deinem spirituellen Weg keine Fortschritte gemacht. Du hast dich umsonst angestrengt und du bist unfähig, dem Schöpfer zu dienen. Daher sei wie jeder andere. Warum machst du so viel Lärm darum, dass du auf einer höheren Stufe als alle anderen sein willst, obwohl du keinerlei Befriedigung aus der Arbeit der Allgemeinheit erfährst? Dies gab dir doch den Antrieb, nach Gedanken und Wünschen zu streben, um die Arbeit der normalen Menschen hinter dir zu lassen und dich auf die Suche nach der Wahrheit zu begeben. Es stimmt, dass dies die Wahrheit ist, doch du siehst, obwohl du auf dem Weg der Wahrheit wandeln willst, dass du es nicht kannst. Entweder aus Mangel an Talent oder Überwindungskraft. Denn du kannst die Selbstliebe nicht überwinden, mit der du geboren wurdest. Daher lass doch diese Arbeit. Verweile nicht in der Niedrigkeit wie der Rest der Menschen und erhöhe nicht aus Stolz dein Herz über deinen Bruder. Es ist besser für dich, dich von diesem Weg zurückzuziehen. Um daher nicht in solche Gedanken zu verfallen, braucht er eine bremsende Kraft. Er muss über den Verstand glauben, dass sein Ausharren auf dem Weg der Wahrheit groß und sehr wichtig ist. Und er kann die Wichtigkeit, den Weg der Wahrheit zu gehen, nicht einmal schätzen, denn das ist das ganze Kli, in welchem das Licht des Schöpfers leuchten wird. Jedoch geschieht dies in den Kelim des Höheren. Also weiß der Schöpfer, wenn ein Mensch seine Anhaftung an den Schöpfer fühlen sollte. In seinen eigenen Kelim spürt er das Gegenteil, dass er nun schlimmer dran ist als früher, als er noch den Weg der Allgemeinheit ging, als er jeden Tag spürte, dass er gute Taten hinzufügte und Torah und Mitzvot. Doch nun, da er den Weg des Individuums betrat und immer die Absicht behalten muss, sich sehr für das Geben anzustrengen und sich von der Selbstliebe zu lösen, sieht er für gewöhnlich, wie sehr er sich der Wahrheit annähert. Er sieht immer mehr von der Wahrheit und es wird ihm bewusst, dass er unfähig ist, die Selbstliebe zu verlassen. Doch in den Kelim des Höheren, also über den Verstand, kann er sich erheben und sagen, es ist mir egal, ob ich dem Schöpfer gebe.
Ich will, dass der Schöpfer mich an ihn annähert, und der Schöpfer weiß sicherlich, wenn die Zeit kommen wird, wo ich spüren werde, dass der Schöpfer mich an ihn angenähert hat. In der Zwischenzeit glaube ich daran, dass der Schöpfer weiß, was das Beste für mich ist. Und darum gibt er mir die Gefühle, die ich jetzt habe. Doch was ist der Grund dafür, dass der Schöpfer mich auf diesen Weg führen will? Dass ich also auf dem Weg des Glaubens annehmen soll, dass er sich mir gegenüber wohlwollend verhält. Und wenn ich daran glaube, gibt er mir ein Zeichen. Der Ausmaß der Freude, die ich habe, das Ausmaß an Dankbarkeit, die ich ihm dafür zolle, und wie sehr ich ihm danke und seinen Namen preise. Gewiss müssen wir sagen, dass es zu unserem Vorteil ist, dass wir speziell durch den Glauben das Ziel erreichen, welches Empfangen um zu geben genannt wird. Andernfalls könnte uns der Schöpfer sicherlich auf den Weg des Wissens führen und nicht auf den Weg des Glaubens. Warum sind zwei Begriffe nötig, die sich im Widerspruch befinden? Einerseits sollen wir den Weg der Wahrheit gehen und uns unseres jetzigen Zustandes bewusst sein, indem wir fühlen, dass wir uns vom Egoismus nicht entfernen und uns der Nächstenliebe nicht annähern können. Und andererseits sollten wir uns wünschen, die Welt wäre in möge sein gesegneter Name wachsen und geheiligt sein. Und wenn wir sehen, dass die Spiritualität noch immer nicht wichtig ist, spüren wir einen großen Mangel. Und wir sehen, wie sehr wir das bereuen und wie sehr es uns schmerzt, dass wir von ihm entfernt sind. Das nennt man Wahrheit. Und das ist der Zustand, den wir entsprechend unserer Wahrnehmung in unseren Kelim spüren. Und es wurde uns auf der Weg des Glaubens gegeben, welcher über den Verstand ist und nicht unsere Wahrnehmung und unsere Vernunft in Betracht zieht, sondern sagt, wie geschrieben steht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht. Vielmehr sollten wir glauben, dass der Schöpfer gewiss der Messias ist, und er weiß, was gut und was schlecht für mich ist. Daher will er, dass ich mich fühle, und mir selbst ist es egal, da ich arbeiten will, um zu geben. Daher ist das Wichtigste für mich, dass ich die Arbeit des Schöpfers brauche. Und obwohl ich keine Ganzheit in meiner Arbeit spüre, bin ich trotzdem aus der Perspektive des Höheren in dessen Kelim vollständig, wie geschrieben steht. Die Vertreibung wird keine Vertreibung von ihm sein. Daher bin ich zufrieden mit meiner Arbeit und darüber, dass ich das Privileg habe, dem König zu dienen, selbst auf der niedrigsten Stufe. Das sehe ich auch als ein großes Privileg an,
dass der Schöpfer mir erlaubt hat, mich ihm zumindest bis zu einem gewissen Grad anzunähern. Dies gibt uns zwei Dinge. Erstens, in Bezug auf die Wahrheit sieht er seinen wahren Zustand, dass er Platz für ein Gebet hat, denn dann hat er Platz für einen Mangel. Dann kann er beten, dass der Schöpfer seinen Mangel füllen wird, und dann kann er durch die Grade der Heiligkeit aufsteigen. Zweitens, der Weg des Glaubens der Ganzheit bedeutet, dass er von hier aus den Schöpfer loben und ihm danken kann. Und dann kann er in Freude sein. Ra fragt, ob es Fragen gibt. Na, sehr schön. Kiew. Was ist die Bedeutung hier, dass wenn er diese entgegengesetzte Kraft hat und die Gefäße des Hören, dass ich mich nicht um meine Arbeit sorgen soll, sondern nur an das Geben denken. Was bedeutet das in diesem Fall? Das ist die nächste Stufe, dass auf die ich trete, aufsteige, dass ich meinen Kopf beuge vor dem Hören und zustimme mit allem, was er mir antut. Denn was der Höhere tut, ist Heiligkeit, ist Vollkommenheit, Entschuldigung. So nehme ich das an. Und das ist es. Und dann habe ich keine Fragen, sondern ich möchte nur, dass der Höhere an mir mehr und mehr arbeitet. Und was immer mir geschehen wird, das ist nicht so wichtig. Ich kritisiere dies nicht.